Geschenke Folge 2. Herzlich willkommen dazu und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute vom Turmberg und mit hohem Besuch. Direkt vom Rathaus hier zu uns aufs Bänkle, Bürgermeister Erik Benziger. Schön, dass Sie da sind, dass Sie es geschafft haben. Sie kommen ja direkt aus dem Urlaub. Sind Sie denn erholt? Jawohl. Das erste Mal, dass ich mir 4 Wochen gegönnt habe nach der Wahl. Und die Zeit braucht man dann auch, um sich zu regenerieren. Es schadet ja vielleicht auch nicht, entspannt jetzt zu sein, denn jetzt geht's wieder los. Sie wollen es noch mal wissen. 8 Jahre Bürgermeisteramt liegen vor Ihnen. Auf was freuen Sie sich denn jetzt schon aus diesem Standpunkt aus? Ja, ich freue mich auf neue 8 Jahre. Wir haben ja ganz, ganz viel begonnen, viele Projekte angefangen. Die Jühlinger Straße startet, die Burgstraße ist schon am Laufen, der Kirchplatz wird demnächst starten. Insofern haben wir einiges zu tun und abzuarbeiten die nächsten Jahre. Es wird uns nicht langweilig. Da können wir gerne ein bisschen konkreter werden. Die Jühlinger Straße steht ja jetzt kurz bevor die Sperrung am 2. Juli, soweit ich weiß. Was kommt denn da auf die Anwohner und die Pendler zu? Ja, eine 3-jährige Straßensperrung kommt auf sie zu. Das heißt, es wird nicht vergnügungssteuerpflichtig. Wir versuchen aber mit allen Interessengruppen bestmögliche Lösungen zu finden und haben das auch bisher schon so weit gebracht, dass eigentlich alle sagen können, okay, sie können einigermaßen damit leben. Natürlich wird es am Anfang auch Probleme geben. Wir werden versuchen, den überörtlichen Verkehr herauszubekommen und für die Anwohner es bestmöglich zu gestalten. Jühlinger Straße, ein konkretes nächstes Projekt. Sie haben 8 Jahre vor sich. Was wollen Sie denn aus Weingarten machen weiterhin? Die Frage ist, was wir aus Weingarten machen wollen, weil es nie eine Sache des Bürgermeisters alleine ist, sondern ich habe nur 18 Gemeinderäte und ich habe ganz, ganz viele interessierte Bürgerinnen und Bürger. Alle sollen mit dabei sein, wenn wir Weingarten gestalten. Neben den Pflichtaufgaben, beispielsweise der Schulkonzeption und der Kinderbetreuung, die wir weiter ausbauen müssen, die auf sehr hohem Niveau auch weiterhin steigt in Richtung Ganztagesbetreuung, werden wir uns auch gestalterischen Elementen hingeben und beispielsweise die Gestaltung der Bahnhofstraße voranbringen von Fahrradverkehr. Jetzt mit den E-Bikes ist das ja ein ganz tolles neues Ersatzmittel, anstatt mit dem Auto, mit dem E-Bike, vielleicht mit dem Lastenfahrrad oder sonstiges künftig zu fahren. Da braucht man neue Konzepte, neue Ideen und vielleicht auch neue Köpfe. Das letzte Mal, wo wir mit Meinort Weingarten bei einem Termin dabei sein durften, war bei Ihrer Amtseinführung. Da haben Sie von Veränderungen gesprochen. Was haben Sie denn da so im Kopf gehabt, wo Sie das gesagt haben? An welchen Stellschrauben wollen Sie vielleicht noch drehen? Und wo läuft es denn vielleicht auch noch nicht ganz so rund, wie Sie sich das wünschen würden? Also wir werden Veränderungen nach innen haben, innerhalb der Verwaltung. Werden wir uns breiter aufstellen müssen, aufgrund der vielen Aufgaben, die da sind und der Personalveränderungen, die sich einfach mit der Zeit auch ergeben haben. Einerseits und nach außen hin natürlich die Veränderung, die Gestaltung des Orts, aber die machen wir immer gemeinsam. Haben Sie da noch ein paar Beispiele für uns? Da es nicht meine Beispiele sein sollen, sondern die von uns allen, habe ich jetzt nichts mitgebracht. Ja? Nur das eine Thema, Öffnung der Walsbach, werde ich offensiv angehen. Das heißt, da darf man sich dann auch, die Zuschauer hier, die Bürger dürfen sich da auch einbringen, oder? Selbstverständlich. Da müssen wir schauen, wie der Bürgerbeteiligungsprozess gestaltet werden kann, sodass alle mitreden können. Letztendlich entscheiden wir der Gemeinderat. Auf was freuen Sie sich denn in den nächsten 8 Jahren am meisten? Ich freue mich darauf, dass ich Weingarten nun sehr gut kenne. Ich freue mich auf viele Begegnungen. Ich freue mich darauf, das Vereinsleben in Weingarten weiter stärken zu können, weiter unterstützen zu können. Und ich freue mich einfach auf viele Begegnungen hier in Weingarten zum positiven Miteinander. Dann vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch. Ich würde sagen, wir sind am Ende dieser 2. Folge von Spänkle und normalerweise bekommt ja der Interviewpartner am Ende immer ein Träuble von uns überreicht. Dieses Mal machen wir das Ganze umgekehrt. Genau, vielen Dank, symbolisch schon mal, dieses Träuble. Das bleibt aber bei uns erstmal und zwar haben wir von der Gemeinde gesponsert bekommen. Noch ganz viele weitere Träublen, Brüderchen und Schwesterchen. Und zwar, Moment, jetzt muss ich das hier mal
So, ein ganzer Sack voll. Das heißt, wir sind gewappnet für die nächsten Interviewpartner. Das heißt für euch, ihr dürft gerne weiterhin Vorschläge machen für Themen, für Interviewpartner, die wir hier bei Spengle interviewen und vorstellen können. Das war's von unserer Seite und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.